Hallo und herzlich willkommen zu funktionellen Training mit mir. Ich bin Luzi und herzlich willkommen hier in meiner Bude. Bevor es losgeht, bevor wir uns warm machen, bevor ich euch alles erkläre, zeige ich euch kurz, was ihr braucht. Das ist nicht viel. Ihr braucht ein altes Top oder ein Handtuch. Wenn ihr noch habt, eine Toilettenpapierrolle und einen schweren Gegenstand. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Lübser alkoholfreie Kasten genommen. Den sollte man anheben können. Das heißt, wenn der noch zu schwer ist, nehmt ihr einfach ein paar Flaschen raus. Wenn er zu leicht ist, müsst ihr auf jeden Fall die leeren Flaschen durch volle ersetzen, dann wird es schwerer. Ihr braucht ein bisschen Platz, vielleicht sogar auch was zum Hinlegen auf dem Boden. Ich nehme hier meinen Teppich und irgendeine Erhöhung. Hier hält mein Sofa für her. Mehr braucht ihr nicht. Ich mache alles mit euch mit. Das heißt, ihr könnt 1:1 live in diesem Workout mitmachen. Alles klar, wenn ihr jetzt noch euren Kram braucht, holt den zusammen, drückt auf Pause, sodass wir dann gemeinsam mit dem Warm-up starten können. Hier startet das Warm-up. Nimm deine Füße ungefähr schulterweit oder ein bisschen weiter, dreh die Fußspitzen raus und mach ein paar Kniebeugen, setz dich unten rein, lass die Fersen am Boden. Streck dann mal den Po nach oben, indem du die Beine lang machst und setz dich wieder tief. Halt deine Fußspitzen fest, streck dich lang, lass dich vorhängen. Und wenn du dich tief setzt mit dem Po, dann schiebst du die Knie raus. Komm ein bisschen in Bewegung. Werd ein bisschen geschmeidig. Das kannst du in deinem Tempo machen, so wie es sich gut anfühlt. Wenn du hier unten bist, bleib hier unten. Nimm deine Ellenbogen gegen die Knie. Streck einen Arm lang, schau dem Arm hinterher. Versuch mit der Brustwirbelsäule in die Seite aufzudrehen. Hier die Seite einmal mehr. Dann setzt du die Hände auf, machst die Beine lang und bringst ein Bein vor, lässt das hintere Bein lang, streckst dich in der Hüfte und drehst zu deinem vorderen Bein auf. Wenn du noch mehr kannst, kannst du sogar mal den Ellenbogen zum Fußgelenk bringen und wieder zurück. Das solltest du so 3 bis 5 Mal machen pro Seite. Wenn du das hast, dann wechselst du zum anderen Bein, drehst wieder in die Seite auf. Versuchst das Bein hinten lang zu lassen und wenn es geht, bringst du wieder deinen Ellenbogen tief zum Boden dazu. Dann kommst du ran, springst nach vorn, stehst auf, kriegst mal deine Schultern durch. Einmal nach vorne, beide Arme in die andere Richtung. Das ist für die Profis, entgegengesetzte Richtung und entgegengesetzt in die andere Richtung. Locker dich und dann lass uns starten. Ich nehme jetzt mal meinen Workout-Timer mit dazu. Im Prinzip ist das Workout so aufgebaut, ihr habt 6 Stationen. Die erste Übung, es gibt immer 2 Übungen pro Station. Die erste Übung dauert 30 Sekunden, die zweite Übung dauert 60 Sekunden. Und wenn wir zur nächsten Station gehen, haben wir 20 Sekunden dazwischen Pause. Wir werden immer die Körperteile splitten pro Station. Das heißt, es gibt eine Station Beine, eine Station Oberkörper, eine Station Rumpf und dann nochmal Beine, Oberkörper, Rumpf. So, dass wir am Ende den ganzen Körper trainiert haben. Okay, lasst uns loslegen. Ich mache ein bisschen mehr Musik. Und stellen wir meinen Timer hier hin. Die erste Übung sind einbeinige Lunges. Ein Fuß auf dein Sofa, leg den Fuß ab und beug dein Bein. Schieb das hintere Knie zum Boden und drück dich aus dem Bein vorne wieder nach oben raus. Letzten Sekunden. Dann wechselst du direkt in die Squat Jumps in die Seite. Jump rechts und links. Lande weich. Setz dein Po tief. Die Übung machen wir 60 Sekunden.
durch. Gleich geschafft. Okay, du brauchst die Erhöhung weiterhin für Übung 2. Step ups.
sondern lass die Knie leicht gebeugt. Trotzdem bleib im Oberkörper aufrecht. Nimm dir kein Bier raus, sondern schnapp den Bierkasten und ruder mit Bierkasten. Hüftbreiter Stand, Rücken lang, Beine nur ein ganz bisschen gebeugt und dann ziehst du den Bierkasten Richtung Bauchnabel, unter die Brust. Ellenbogen lässt du nah am Körper. In 10 Sekunden startet Runde 2. Erstes Bein
Stelle bereit. Los geht's. Thank you.
nichts. Zweiter Block Oberkörper. Will ganz ein bisschen anders. Zweite Seite. Erste Übung Push-Ups. Euch heute noch auspowern wollt. Ich sage liebe Grüße und bis bald. Tschüss!